Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Dex. Weiter geht's. Ja, nach dieser interessanten Unterhaltung, die wir hier führen durften, würde ich einfach mal sagen, wir gehen mal zu der Barbara und schnackseln mal kurz mit der. Moin. Guten Tag. Well, step right in, little miss save the world. Camilla was here just now. She told me all that happened. I can't thank you enough for dealing with her. Hab ich gerne gemacht. Here's what I promised you. Hätte ich auch gerne gemacht, wenn du mir nichts dafür gegeben hättest. War irgendwie lustig. Poor child is humbled now. And I told her we could stay in touch if she wants. Seems she's got a voice of her own. If someone just taught her how to use it. Dann sehen wir uns mal irgendwann, ne? Mach's gut. War doch ein netter Quest, oder? Schön. Wir haben, glaube ich, schon einige abgeschlossen, ne? Also, läuft. So. Jetzt haben wir noch hier die Geschichte mit Shen, also die Entzugspillen. Das ist eine Laufquest. Ups. Entschuldigung. Also ist noch hier die Geschichte mit der Biotech-Farm, ne? Also hier mit Biofarm-Tech, so rum. Offen. Da würde ich jetzt an der Stelle weitermachen. Das heißt, es geht erstmal wieder in den High-Rise. Die Musik ist jetzt chillig. Die ganze Musik in diesem Spiel ist übrigens top-notch. Biofarm-Tech. Dann geben wir dem Ganzen mal einen Shot, ne? Guten Morgen. Tachchen. Welcome to Biofarmtech. How may I help you? Kannst du mir was über diesen Konzern sagen? Biofarmtech is the world's leading nutrition, health and wellness company. Our goal is to deliver the best in food and beverages, which are as delicious as they are healthy. We are committed to enhancing quality of life for our employees and for our valued customers. Man weiß nicht zufällig was über die Schließung des Eden Restaurants, oder? I'm sorry. Biofarmtech does not comment upon matters relating to other businesses. May I suggest you take this leaflet for more information on our products? Ich würde es vorziehen, es aus deinem Mund zu hören. Ich weiß, Biofarmtech war der Hauptlieferant des Eden. Nur allzu gerne ich ein paar Details zu dessen Schließung. Na, pass auf. Ich weiß, dass ihr eine Gesundheitsinspektion für das Eden angeordnet habt. Gab es dafür einen besonderen Grund? I'm sorry, Biofarmtech. Ugh, screw it. Look, lady, I can't tell you anything or it'll be my job on the line. If you want me to jump risk hoops for your curiosity, the least you can do is show me some money. Endlich! Ein Mensch! Müssen wir einfach sagen, was du weißt, bitte? Wir sind in einem Bürogebäude und nicht an der Straßenecke in Taiju. Well, I'm sorry if my manner of doing business isn't elevated enough for you. Und was, wenn jemand reinspaziert und sieht, wie ich dir Credits zustelle? Hm? I value what I value. Just put it under the leaflets here and we're done. Und wie viel? Well, if you insist, 200 credits should do the trick. Jo, komm. You must be real interested in that story. Right. The best thing you can do is talk to Mr. Finch. He works here as an accountant. Ist der nicht tot? He keeps most of our customer accounts, orders, deliveries. He'll have answers. And he's more likely to give them the most here. Now, let me see. Ah, no, he didn't check in today. You can try him at his home. Call this a bonus. 112 Fixer's Hope. And if you mention my name, I'll say you held a gun to my face. Happy investigating. Das war's?
Du weißt eigentlich gar nichts. I never said I did. Now please, if you'll let me. Schlaue Frau. You again? I told you everything I know. Now please leave before you get me into trouble. Es wirkt, als ob dir deine Arbeit unangenehm wäre. Wieso kündigst du nicht einfach? Oh gee, why didn't I think of that? I've got bills, little Miss Einstein, and this job is as good as it gets. I should thank my luckies I've not been swapped out for a hologram already. Tschüss. Ja, der ist tot. Ist halt auch geil, dass diese ganze Stadt schon mal nur einen Buchhalter hat. Ich muss jetzt hier den Code finden. Sprechen wir doch erstmal hier mit Dingens, mit AJ. Hey there, Blue. What's new? Listen to me going all poetic on your ass. Also. Einer von Biopharmtechs Finanzleuten, Finch, kümmert sich um die Kundenkunden. Mir wurde gesagt, dass er mehr wissen will. Well, there ain't no finishing without a start. You did good. Probably best you talk to him. Hm. Hope he's not a complete sellout and actually spills a little. Ich konnte auch schon mehr darüber in Erfahrung bringen. Die Lieferungen nach Harbor Hall machten ihn stutzig. Ich glaube, er ist dorthin gegangen, um sich die Sache anzusehen. Harbor Hall? Why deliver food to Harbor Hall? There's nobody there. Your spade's gone kung in the dirt, sister. This smells of something bigger than the Eden story. Harbor Hall. Ja, aber in der Harbor Hall ist ja nichts gewesen. Das ist alles höchst komisch. Es ist halt nur die Frage, und können wir noch mit ihr reden? Oder so nochmal kurz. Es ist halt nur die Frage, wie wir jetzt an diesen verdammten Code kommen. Blueberry Pie. Weil es gibt meines Erachtens nach in den E-Mails, die wir da sehen, keinen Hinweis auf einen Code. Wir haben halt auch kein irgendwie ein Item gefunden, was in irgendeiner Weise ja mehr sagt. Stellen wir die Bude nochmal auf den Kopf. Vielleicht haben wir irgendwas übersehen. Ja, bevor wir letzte Stunde dran setzen, werde ich mir mal kurz einen Hinweis holen.
Okay. Er liegt ja in der Kanalisation. Wir gucken nochmal nach. Ich habe den Code zwar jetzt, aber ich möchte ihn jetzt noch rausfinden. The green part of the sewers. Wir haben die Leiche gesehen, aber wir haben sie scheinbar nicht untersucht. Gucken wir doch nochmal ganz kurz. Ich meine, wir waren hier jetzt schon häufiger drin, aber... Möchte das jetzt nur sicherheitshalber einmal gemacht haben. Weil sonst fühlt sich das so nach Cheaten an. Ist es ja dann auch, aber. So, hier. Da. Jahrestag. Ja, dann wird es nicht die 2042 sein, sondern die vor 30. Vor 30 Jahren, ne? Das habe ich beim letzten Mal nicht gesehen, dass man das noch mitnehmen konnte. Ja, dann wird es die 2012 sein und das deckt sich mit dem, was ich gerade gelesen habe. Gut. Haben wir das doch auch. Das war halt das Puzzlestück, was fehlte. $100. Nochmal $100. Mehr nicht. Hätte jetzt wenigstens mit ein paar Informationen gerechnet. Ja, und wie geht's jetzt weiter? Wenn der gute Mann ist tot und hier ist absolut nichts an neuer Information mehr rumgekommen. Spreche mal doch nochmal mit ihr. Vielleicht gibt's ja was Neues. Tag, AJ. Hey there, Blue. What's new? Nee. Ja, dann lassen wir es für einen Moment erstmal ruhen und begeben uns erstmal Richtung Schrottplatz. Weil das wäre ja jetzt der nächste. Der nächste Gang, ne? Warenlager am Hafen. Ja, da können wir erst hin, also können wir erst sinnvoll weitermachen, wenn wir halt in den, wenn wir den High Jump haben. Also begeben wir uns doch jetzt Richtung Schrottplatz. Das heißt, wir müssen jetzt durch die Kreuzung durch. Können wir bei der Gelegenheit nochmal gucken, ob man in das gesprengte Gebäude noch reinkam. War ja seitdem nicht mehr da.
Also hier findest du gebratene Nudeln. Ja, in Sekiro suchst du da. Da suchst du dir einen Wolf. Naja, sieht nicht so aus, als ob man da noch reinguckt. Ist auch Gott sei Dank nicht ganz so wichtig. Markenmuni. Das ist ja genau die richtige. I need help. I've been shot. How could it be anything? Oh, unless you give me some assistance. Ja, komm, Verbandskasten, ne? Oh. Thanks, kid. I thought my goose was cooked that time. Dankeschön. Aber wie kommt's, dass Ihnen niemand geholfen hat? Even if anyone wanted to, they wouldn't. Can't be seen helping a cop in this neighborhood. Damn, amazed. I've still got my wallet and my piece. Was ist passiert? Perks of life on the force is what happened, kid. Not the first time I've been jumped. Oh, but this one, I didn't see coming. Nor leaving. A pro. Und wieso hat ihn dieser Pro nicht den Rest gegeben? You ever want a badge, kid? Let me know. You're right. Beats me. Sure as hell. Sure as hell wasn't an act of mercy in this neighborhood. He was a message, not a hit. Telling me to back off. Und wer würde ihn sowas antun wollen? Let me cross my friends around here off the suspect list. There. All done. Oh, look. This is my job, kid. I'm a cop. That's all there is to it. Been digging around a racket lately. Some small timers. Slicers. It's got to have something to do with that. Sie müssen da an was dran sein, wenn die auf sie schießen, nur weil sie rumschnüffeln. If it's them that got me, but all signs are pointing the same way. You're right. Wieso bringt ihr den nicht einfach unter der Gitter? Stopped around the time my chicken shit comrades started telling the gangs we were coming. Their way of avoiding a fight. But if you've got more cojones and want to lend this old dog a hand, I might have a job for you. You can find me downtown, outside Everyday Guns. Think about it. Komm mal drauf zurück. Ich ehrlich bin, kommen wir da sogar sofort drauf zurück, weil ich drücke mich gerade noch ein bisschen vor den Slums. Ich möchte nämlich noch das Level abhaben. Vielleicht ist das genau das, was mir das Level abgibt. So, you made it. You want to hear what I've got for you? Bin ganz Ohr. Schießen Sie los. The deal is this. A gang, the Slicers. Got a hangout by the industrial zone. I need someone to sniff around and see what they're up to. Can you do that? Report back with what you turn up. Klingt nach einem Kinderspiel. Bin dabei. Gut, das hat mir leider nicht die ersehnten schnellen EP gegeben, aber was will man machen? Wir haben übrigens gerade $700 für die Erweiterung, aber ich möchte die jetzt gerade noch nicht haben, weil dann haben wir wieder nur $2. Das fehlt dann wieder an einer anderen Stelle. Moment, hier hin. Okay. Brauchen wir ein bisschen random, ne? Ja gut, dann geht's jetzt doch Richtung Slums. Was willst du machen? Meine, viel slammiger kann es ja auch nicht werden, ne? Eigentlich.
Also das Ding mit der HP-Regeneration, das ist jetzt ein Game-Changer, ne? Also das ist ein harter Game-Changer. Zack. Level up. Also Fernkampf würde ich nichts reinstecken. Wenn dann eher nochmal 2 Punkte in Charisma. Ausdauer wäre natürlich langfristig jetzt auch noch nice. Da würde ich jetzt allerdings gerade nichts reingehen. Der Tritt gibt mir gar nichts. Der Schaden ist jetzt im Prinzip relativ egal, im Sinne von, ja, wir regenerieren eh so viel, dass es jetzt auf die paar Prozent nicht ankommt. Also nehmen wir jetzt die beiden Punkte in Charisma. Und dann läuft's. Würde ich mal sagen. Ist die Frage, gehen wir, komm, wir gehen ja erst ins Industrial Viertel. Gucken wir uns hier mal ein bisschen um. Sieht aber alles auch hier. Das sieht echt nicht mehr wirklich gut aus. Das ist alles schon ein bisschen zerglittert. Gibt's das Wort? Ich weiß es nicht. Oh. Jo. Oh. Wusste bis gerade gar nicht, dass ich diesen Move hab. Umgucken hier. High-End-Datenträger und eine heißen 7. Heißen 7? Ja, die kann weg. Der High-End-Datenträger, der wird mich jetzt interessieren. Nice. 200 DP. Die nehmen wir doch gerne mit, wa? Dieses Spiel ist so klasse darin, sozusagen Erkundung zu forcieren, das ist schon mega cool. Also man findet halt wirklich immer was. Das ist bei solchen Spielen ja auch nicht unbedingt gegeben. Das mag ich sehr. Und jetzt natürlich dadurch, dass wir die Umgebung noch besser, ja sag mal, analysieren können durch Schlösserknacken und Co. Es natürlich gibt dem Ganzen natürlich nochmal eine extra Würze. Aber ich muss Deus Ex mal irgendwann wieder zocken. Richtig Bock drauf eigentlich. Macht ja Gott sei Dank keinen großen Schaden, ne? Ja, Toilettenpapier, immer gut. Bleib ich bei. Der läuft auch wieder. Also das Implantat mit den Faustschlägen, das war halt schon, das war sein Geld schon wert.
Und die Regeneration ist halt sick. Also die hat das. Also die 3.500, die sind ein echter Gamechanger. Tattoo-Drache, Kondome. Nice. Kebab und Sündbier. Nice. Auf Putschmittel. Und alten Datenträger. Ja, nice. Bim, 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 bim. Den pfeifen wir uns auch mal direkt rein. Dann nehmen wir noch ein Neurostimulantium und dann machen wir uns ans Hacken. Wenn man dieses Spielchen hier auch ein bisschen mythologisch spielt, ne, dann geht's eigentlich. Methodisch, nicht methodologisch. Hat keine Methode hier. Scheint aber auch eines der einfacheren Hacking-Momente zu sein. Man soll ja den Tag nicht vor der Firewall loben, ne? Neue Teile für Sie. Von Greaser an Hank. Hey, Mr. Hank. Wir haben ein paar neue Teile für Sie. Denke, die werden Ihnen gefallen. Wenn Sie interessiert sind, sehen wir uns an unserem üblichen Treffpunkt. Sorgen Sie einfach dafür, dass Sie Kohle dabei haben. Sagen wir 500 Kreds. Sie wollen doch nicht unsere Zeit verschwenden, oder? Von Hank an Greaser. Greaser! Schön von dir zu hören, ist eine Weile her, ne? Habt ihr Kids Ärger mit den Cops, oder wie? Wie auch immer, die 500 Kröten seht ihr erst, wenn ich weiß, was ihr mir da andrehen wollt. So läuft es nämlich nicht. Was hast du? Magazine? Schalldämpfer? Sucher? Ich hoffe für dich, dass sie in gutem Zustand sind. Die Hälfte der letzten Ladung, die mir verkauft hast, war für den Arsch. Und du schuldest mir noch eine ID-Falle, erinnerst du dich? Gut, ich meine, dass der Hank jetzt nicht der integerste Geschäftsmann ist, das sollte uns allen klar sein. Aber wir handeln weiter nach dem Motto Support your local gun shop. Funkstation. Von Fixer an Shinji. Mann, endlich habe ich die Funkstation dort oben zum Laufen gebracht. Es war knifflig, musste Freddy dazu holen. Gibt noch Störungen, aber wir können alte Radiowellen, ein paar illegale FM-Netzwerke und so einen Kram empfangen. Wir können sogar selbst auf Sendung gehen. Muss nur noch ein wenig dran rumfuschen. Du musst den linken Schalter auf T stellen für die Übertragung. Dann suchst du dir eine Frequenz aus. Ich schätze, wir müssen uns auf eine einigen, wenn wir unseren eigenen Radiosender aufbauen wollen. Und du kannst am FM-Verstärker rumspielen, aber ich würde ihn nicht auf Maximum stellen, es sei denn, du willst alle Funkempfänger in der Nähe rösten. Wenn du das Ding aufdrehst, sollte jedenfalls alles laufen. Viel Spaß. I found the firewall. Junge, Junge. Hau weg die Scheiße. 25 Fokus. Gut, jetzt können wir hier nochmal ein bisschen rumgucken.
cooler Spot auch für so ein Ding. Lydia. Von Greaser an Freddy. Alter, diese Lydia-Tussi wird noch zur Plage. Sie hat mich vorhin angerufen und ist total ausgetickt, weil irgendwelche armer G-Elite-Soldaten und ein Spacko namens Connor hinter ihr her sind. Klang echt übel, Mann. Wir sollten sie loswerden, bevor die Sache zu heiß wird. Scheiß auf die Kohle, Alter. Wir können uns nicht mit Armagier anlegen. Okay, da ist aber auch wieder einiges im Busch. So, sonst haben wir alles, ne? Hier geht's nicht mehr weiter irgendwo. Hier war auch Schluss. Und hier kommen wir letzten Endes her. Das war ein recht schmerzvolles Hacken, ne? Kann man nichts sagen. Was sagt denn der Quest dazu? Wir fahren, um Lydia zu beschützen. Vielleicht kann Navarro ja Licht ins Buch. Ja, okay. Müssen wir jetzt einfach nur bei ihm vorbeilaufen, ne? Hier liegt alles schlafen. Geht's hier nur irgendwo weiter? Nö. Na gut. Würde ich sagen, starten wir beim nächsten Mal Navarro einen entspannten Besuch ab. Ganz schön verrupft hier, du. Gut, damit sind wir dann für heute fertig. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut, habt eine schöne Zeit, bleibt gesund und tschüss.